Sie an Gott? Dann sagt er ja. Also Sie glauben, Gott hat den Menschen erschaffen. Okay, habe ich eine Frage an Sie. Wenn Gott den Menschen erschaffen hat, dann hat er die Frau erschaffen und die Frau kriegt, wenn sie ein Kind hat, Wehen. Der Mann kriegt aber keine Wehen. Ist das gerecht oder ungerecht? Guck mal, was will er jetzt sagen? Der kann nur sagen, das ist ungerecht. Muss er sagen, ja, wenn Sie sagen, das ist ungerecht, dann haben Sie gerade gesagt, dass Gott Dinge bestimmen kann, die ungerecht sind. Und guck mal, wo wir jetzt angekommen sind, Bruder. Wir sind jetzt bei einem Punkt angekommen, der das, weil wir gehen gleich weiter, also nicht jetzt ausschalten, ja, weil das ist jetzt ein super wichtiges Thema für die Dauer. Stell dir mal vor, der sagt, das ist ungerecht. Weil normalerweise, guck mal, die Frau kriegt das Kind. Die hat unheimliche Schmerzen. Warum kriegt der Mann kein Kind? Warum kriegt der Mann keine Wehen? Zur selben Zeit, wo die Frau das Kind kriegt und hat ihre Wehen, müsste der Mann doch eigentlich auch da liegen und vor Schmerzen schreien. Nee, aber der Mann, der freut sich nur über das Kind. Jetzt sind manche Leute schon verwirrt. Die wissen gar nicht mehr, was sie darauf sagen sollen. Ja, die Frau kriegt doch das Kind. Ja, klar, die Frau kriegt das Kind. Warum hat Gott das nicht so gemacht, dass der Mann auch manchmal ein Kind kriegt? Mal kriegt die Frau das Kind, mal der Mann. Oder zumindest kriegt der Mann im selben Moment Schmerzen, damit das ausreichende Gerechtigkeit ist. Ja. Der wird das erstmal gar nicht so. Dann sagen wir erstmal, die Gerechtigkeit, der Tag der Gerechtigkeit müssen wir erstmal verstehen, weil hier, deswegen haben viele Christen das Christentum verlassen, weil es dort keine Antworten auf diese Fragen gibt. Warum gibt es dieses, warum gibt es jenes? Diese Welt ist erstmal ungerecht. Und Gott hat das gewollt, dass sie ungerecht ist. Da muss man kapieren. Warum hat er gewollt, dass sie ungerecht ist? Weil seine Gerechtigkeit am jüngsten Tag kommt. Diese Welt ist die Welt der Probe. Und die jenseitige Welt ist die Welt der Belohnung oder Bestrafung. Das heißt, die Manifestation der Gerechtigkeit Gottes, die gibt es wann? Im Jenseits. So jetzt, auf den ersten Blick, dass die Frau diese Schmerzen hat, ist auf den ersten Blick ungerecht. Aber jetzt gehen wir tiefer in diese Materie rein. Aber auf den zweiten Blick vergibt Gott ihr dadurch Sünden, wenn sie das mit Geduld aushält. Das heißt, das, was auf dem ersten Moment als schädliche erscheint, ist auf den zweiten Blick ein Nutzen.